Wir wissen, ohne die rund 100 ehrenamtlichen Helfer, die wir haben, könnte der FSS einpacken. Und es ist für mich jetzt seit 2005 bin ich beim FSS dabei. Immer wieder ein Wunder, wie viele wir doch motivieren können, sich für mehr als 24 Stunden zur Verfügung zu stehen, um diese Veranstaltung in dem Rahmen, wie wir sie jetzt haben, auf die Beine zu stellen. Und das ist wirklich so, das sind Firmen, die da mitmachen, das sind Vereine, die das machen und es ist auch eine ganze Menge, die einfach aus der Empfinden heraus, dass wir für Stadt Oldenburg was tun müssen, sich zur Verfügung stellen und hier mitmachen. An alle diese ehrenamtlichen Vereine, Helfer, Mitarbeiter oder was es auch immer ist, einen ganz herzlichen Dank. Ich bin Martina Schaper-Hörning. Was soll ich dir noch erzählen? Ich habe da gelesen, Vital Physio, was bedeutet das? Ja, wir sind mit unserer Abordnung aus der Physiotherapiepraxis hier und stehen bereit, um die Läufer zu betreuen, wenn es nach den Kilometern anfängt zu zwicken und zu zwacken und irgendwo zu krampfen, um das Ganze wieder so ein bisschen geschmeidig zu machen, damit die Läufer hier ihre 24 Stunden gut durchstehen. Also das gilt nicht nur für die eigene Mannschaft, sondern für alle? Nein, das gilt für alle. Das haben wir letztes Jahr das erste Mal, mal so ganz spontan gemacht und ist auf gute Resonanz gestoßen und dann haben wir gesagt, machen wir das dieses Jahr wieder. Und was halten die Leute alle davon? Also es ist letztes Jahr super gut angekommen, die Läufer waren begeistert und ich habe es gemerkt, als wir heute hier den Platz betreten haben, haben schon einige, die immer dabei sind, gesagt, ach schön, ich habe euch schon vermisst, aber ich sehe ein bekanntes Gesicht, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Ja, ja, wie oft wollt ihr noch laufen? Ja, wir haben mit dem Povital, mit unserem neuen Studio, eine Firmenmannschaft gebildet und wollen heute diese 6 Stunden Firmenlauf mit durchziehen im Staffellauf, na mal sehen, wie gut wir das schaffen bei der Hitze, aber das haben wir uns als Ziel gesetzt. Also du lachst, es ist auch Freude dabei, ihr macht auf jeden Spaß. Fall. Das ist ein sportliches Event. Ich bin eigentlich begeistert, seit es dieses Ding gibt hier seit 23 Jahren. Und bin immer irgendwie beteiligt gewesen oder fast immer. Ja, und auch das macht mir jetzt Spaß. Ja. Wir sind unheimlich vom FSS her zufrieden. Wir haben eine unheimliche Beteiligung gehabt, so wie wir sie wirklich nicht erwartet haben und finden es auch richtig gut, wie das heute gelaufen ist. Wir haben so gut wie keine Störung gehabt, auch in der Nacht. Die Stimmung unter den Mannschaften ist toll. Glücklich.